Ich öffne mal heute die Runde spontane Vorträge, Impulsvorträge von den hier Anwesenden, die sich allesamt, inklusive meiner Person, aus der CSC-Bewegung rekrutieren und selber in CSCs aktiv sind oder in den entsprechenden Verbänden. Ich habe die Aufgabe, euch ein bisschen was zur Geschichte der CSCs zu erzählen, was ich sehr gerne tue, denn es begegnet mir häufiger in Deutschland, dass Leute nicht wissen, dass es da eine über 30, teilweise 40 Jahre alte Geschichte gibt in anderen EU-Ländern wie Spanien. Und um diese Wissenslücke zu füllen, würde ich euch heute gerne ein bisschen was erzählen, denn wir haben die CSCs nicht mit dem Cannabis-Gesetz erfunden. Das Ganze fing eigentlich an in Baskenland, im spanischen Teil des Baskenlandes. In den 70ern und 80ern war, wie in vielen Regionen von Spanien, gab es ein Riesenproblem mit heroinkranken Konsumentinnen, die ja epidemisch quasi wurde und dann durch das AIDS auch richtig gefährlich und da auch zu einigen Problemen geführt hat. Das Cannabis allerdings war ja in Spanien genauso wie bei uns durch internationale Verträge mehr oder weniger reguliert, mit der Ausnahme des privaten Konsums und der Produktion für den privaten Konsum, ohne Gewinnabsicht. Das war eigentlich schon seit einem Urteil des höchsten Gerichts in Spanien von 1974 klar und ist dann dort auch in die Politik so ein bisschen eingeflossen. Den Ursprung, den ich eben meinte, in Bezug auf die heroinkranken Leute und das Baskenland, dort waren es dann nämlich die Mütter von heroinkranken Kindern und Sprösslingen, also nicht mehr im Kindesalter, aber von ihren Nachkommen, die ihren Nachkommen eben den Entzug vom Heroin mit Cannabis erleichtern wollten und darum in einem Akt zivilen Ungehorsams sich in kleinen Gemeinschaften zusammengefunden haben und dann Cannabis angebaut haben. Das ist nach meinem Wissensstand der eigentliche Ursprung. Ähnliches passierte in Katalonien und in anderen Regionen in Spanien. Die haben nämlich auch so eine Art Ländersystem. Und viele Regionen haben auch eine ziemlich starke Autonomie, wie Katalonien zum Beispiel. Das ist so, die sind sehr eigen und haben auch eine Politik, die bereit ist, eine andere Drogenpolitik zu machen, sage ich mal. Und das hängt mit der Geschichte zusammen. Der öffentliche Konsum war nach wie vor verboten und mit Bußgeldern belegt. Das war auch in Spanien bis zu 10.000 Euro, damals noch andere Währungen. Und auch nicht vergessen, dass bis 1981, glaube ich, war da eine Militärdiktatur, von der sich Spanien auch dann erst befreit hat. 1993 gründete sich die Organisation ARSEC in Barcelona, die Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis. Also eine Organisation, die sich einen wissenschaftlichen Grund gab, einen wissenschaftlichen, nicht nur Anstrich, sondern eben ja, forschen wollte im Bereich von Cannabis. Diese wissenschaftlich vorgehende Gruppe schrieb einen Brief an den Drogenbeauftragten, in dem gefragt wurde, ob es ein Verbrechen ist, wenn Erwachsene gemeinsam Cannabis kultivieren. Im Prinzip sei dies kein kriminelles Verhalten, kam dann als Antwort. So machte sich diese Assoziation zum Ziel, den öffentlichen Konsum straffrei zu machen und die Rechtsunsicherheiten bezüglich des Eigenanbaus zu beseitigen. 93. Und einen legalen Weg zur Selbstorganisation zu finden. In der Folge wurde eine Anbaugemeinschaft mit 100 Mitgliedern gegründet, die Medienaufmerksamkeit bekam. Die Ernte wurde konfisziert, das lokale Gericht sprach die Verantwortlichen frei und das Verfahren ging vor höhere Gerichte. Andere Gruppen bildeten sich, folgten diesem Beispiel. Kommt uns ein bisschen bekannt vor. Bildeten sich und folgten erstmal auch dem wissenschaftlichen Ansatz der ASEC. Eine der ersten war die Calamudia-Gesellschaft in Bilbao, das ist wieder Baskenland, die etwa 600 Pflanzen für 200 Leute produzierten. Darunter mehrere Mitglieder des Regionalparlaments, Teile der städtischen Administration sowie einige Künstlerinnen, Gewerkschafterinnen und Medizinerinnen. Die Anklage wurde kurz nach der Eröffnung fallen gelassen und die Ernte konnte ohne Probleme eingefahren werden. Wenig später wurde im ASEC-Fall das Urteil gesprochen, eine minimale Gefängnisstrafe und Bußgelder für den Vorstand. Das Gericht argumentierte, dass zwar klar ist,
dass keine Gewinnabsichten vorliegen, Cannabisanbau aber eine gefährliche Sache sei, die unterbunden und bestraft werden muss. Auch das kommt uns bekannt vor. Die Tür zum eigenverantwortlichen Anbau in Gemeinschaften wurde so Mitte der 90er erstmal wieder geschlossen in Spanien. Ich rede immer noch über Spanien. 1999 beschloss die Calamudia-Gesellschaft, einen neuen Versuch zu unternehmen. Öffentlich wurde Cannabis angebaut und geerntet unter den Kameras der Medien. Im Jahr 2000 wurde die dritte Ernte eingeholt, ohne dass eine Reaktion der Behörde erfolgte. Die Regionalregierung Andalusien gab parallel eine juristische Untersuchung in Auftrag, die sich der Frage nach der Rechtmäßigkeit der Produktion zum Eigenbedarf in der EU widmete. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass bestimmte Räume, die nur für Weed- und Hash-Userinnen offen sind und in denen sie sich treffen und konsumieren können, mit EU-Recht vereinbar sind. Auch der Konsum. Der Bericht wurde nie veröffentlicht, politisch, fand aber über ein Fachmagazin Eingang in mehr Politikbereiche in Spanien. Das höchste spanische Gericht kassierte das Urteil zur ASEC 2003 mit der Begründung, dass auch große Mengen Cannabis kein Problem sind, wenn sie ohne klare Gewinnabsicht zum Eigenbedarf weitergegeben werden. Ziemlich sensationell und 21 Jahre her. Und hier tut man immer noch so, als gäbe es keine Bewegung, davon mal abgesehen. Zusammen mit dem andalusischen Bericht führte diese Entscheidung im Nachklang zu einer Blüte der Cannabis Social Clubs und ihrer Organisationen, die nun die sozial gerechte Perspektive einnahmen anstelle der wissenschaftlichen. Also Gerechtigkeit und soziales Miteinander in den Clubs. Und auch natürlich die gut positiven Folgen für eine Gesellschaft, wenn Cannabis-User sich selbst organisieren können. Das Verfahren gegen die PANAC Association, die sprießen im Moment auch, ähnlich wie bei uns, und es kann auch eigentlich nicht genug geben, führte zu einer Anfrage im EU-Parlament, auch um 2003, 2004 herum. Augusto Catania aus Italien wollte wissen, wie es angehen kann, dass gemeinschaftlicher Anbau und Konsum zwar gestattet sei, eine solche Gemeinschaft aber für die Förderung des Konsums verfolgt werden kann. Der damalige EU-Kommissar für Justiz, Franco Frattini, antwortete, dass die Mitgliedstaaten zwar dafür sorgen müssten, dass illegales Cannabis illegal bleibt, aber Artikel 2.2 die Ausnahme für den Eigenbedarf darstellt, der in der gesetzgebenden Kompetenz der Länder verbleibt. Auch so etwas sollte einer Bundesregierung bekannt sein. Das Gericht schloss den Fall daraufhin ab und gab die 17 Kilogramm Marihuana dem Club zurück. Ein regelrechter Boom folgte. Könnt ihr euch klar vorstellen. Um den unregulierten Wildwuchs etwas zu begleiten und den Clubs Struktur zu geben, entwarf der frisch gegründete Verband FAC das Konzept Cannabis Social Clubs, wie wir es in der heutigen Form kennen, und gab einen Leitfaden für Gründende heraus. NCUT, die große EU-Organisation für eine gerechte und effektive Drogenpolitik, wurde kurz darauf von Job Oomen, Farid Genouish und anderen gegründet und schuf die Kampagne Freedom to Farm sowie einen Kodex und Leitfaden für das Gründen von Cannabis Social Clubs in EU-Ländern mit Verbot. Die Organisation ist lebendig und hat gerade erst parallel zur Mary Jane ihre General Assembly abgehalten, auf der die neue Generalsekretärin Ana Afuera, eine Politwissenschaftlerin aus Spanien und eingediente Aktivistin, für den durch Polizeigewalt umgekommenen Eric Cosar als neue Generalsekretärin gewählt. Natürlich ist Spanien nicht das einzige Land. Es gab Clubs und gibt sie auch noch in Frankreich. Es gab Clubs in Belgien, die sind leider nicht mehr da. Es gab Experimente in Amsterdam, in Holland. Die Tschechei guckt und möchte gerne das deutsche Modell kopieren. Malta hat eine unglaublich schlechte Regelung. Da gibt es inzwischen 5 Clubs, es gibt kaum Solidarität. Niemand traut sich, Gesicht zu zeigen. Deutschland allerdings hat dann 2021 mit der neuen Regierung die lizenzierten Fachgeschäfte in den Koalitionsvertrag geschrieben und dann mit der Begründung, dass die EU sowas nicht erlaubt, den Versuch gemacht, sich davon zurückzuziehen. Zum einen erlaubt die EU schon bestimmte Dinge, haben wir ja gerade gehört, und zum anderen
hatten wir doch den starken Verdacht, dass es eben eigentlich ein Wahlkampfargument war und niemand wirklich die Absicht hatte, ernsthaft gegen internationale Abkommen den Verkauf von Cannabis in Deutschland möglich zu machen. Und schon gar nicht die SPD. Es gab zu dem Zeitpunkt ungefähr 6 oder 7 eingetragene Vereine, teilweise hier vertreten, die sich CSC nannten, davon 2 oder 3 aktive. Im Juni gründeten wir uns und im Hanfmuseum und im Oktober gründete der erste Dachverband Deutsche Cannabis Social Clubs mit 11 Gründungsmitgliedern. Wir hatten dann im Oktober über 30 Mitglieder und im ganzen Land gab es bereits mehrere Dutzend frisch gegründete Vereine, 2022 Herbst, die alle im Falle der gesetzlichen Möglichkeit CSC werden wollten. Heute sind wir ungefähr, es ist einfach keine präzise Zahl zu erreichen. Ich weiß, der CAD spricht von 100, wir sprechen eher von 400 Clubs und zwar mehr als 400. Und es gibt eine erhebliche Dunkelziffer. Und jetzt gerade sortiert sich das wieder ein bisschen, aber da gehen die Kollegen auch nochmal drauf ein. Wenige Monate später dann, ich komme langsam zum Ende, im Frühjahr 2023 hat der Gesundheitsminister Dr. Karl Lauterbach die legendäre Pressekonferenz gehalten, auf der er zum ersten Mal das Wort Cannabis-Clubs gesagt hat. In den Wochen vor der Sommerpause haben wir dann so 10 Versammlungen vom Kanzleramt organisiert, teilweise mit dem Hanfverband, mit dem Ortsverband Berlin zusammen, die sehr solidarisch waren und sich auch immer bei uns mit hingestellt haben, was wir sehr gut fanden. Und wir wurden offensiv. Wir hatten an diesem Punkt lange aufgehört, uns wie Kriminelle zu verhalten, schüchtern und unsicher geduckt und begonnen, unsere Rechte auf freien Umgang mit Cannabis als erwachsene Konsumentin aufrecht und selbstbewusst einzufordern. Und so ein paar hundert Clubs im Rücken, die geben einem natürlich auch einen gewissen Schub politisch. Ja, also es wurde in Deutschland eine Bewegung aus dem Nichts geschaffen, mehr oder weniger. Eine Grassroots-Bewegung, die heute in mehreren Verbänden und in über 400 Clubs ihren vorläufigen Höhepunkt findet. Jetzt haben wir also die Teilentkriminalisierung als ersten notwendigen Schritt. Wir haben in Deutschland die Clubs nicht erfunden, aber wir können dem sozialen und basisdemokratischen Konzept zum Erfolg auch auf EU-Ebene verhelfen. Wenn wir das hinkriegen, werden Länder nachziehen. Das ist ein Versprechen. Viele schauen hin. Schafft Deutschland das oder nicht? Und wenn wir es hinkriegen, werden andere Länder nachziehen. Wie wir das schaffen können und was wir dabei zu beachten haben, das werden euch die Kollegen nach mir erzählen. Wenn ihr noch Fragen zur Geschichte oder Entstehung oder zur EU und der Zusammenarbeit und den Organisationen habt, dann kommt gerne zu mir. Ich bin auch nachher noch 1-2 Stunden hier auf jeden Fall. Und vielen Dank für eure Zeit und Geduld. Danke für deinen Vortrag, Olli. Als nächstes darf ich Pia Bollmeier und Friedmann Söffing ans Mikrofon beten. Sie werden uns mit ihrem Vortrag über die Entwicklung und die Gefahren der Kommerzialisierung von Cannabis für Vereine und Konsumenten darbringen. Und ich freue mich schon sehr auf Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank. Ja, wir machen heute weiter mit High Profit, Low Ethics. Wenn Cannabis-Anbauvereinigungen die Kommerzfalle tappen. Wir haben die heutige Agenda, Gefahren und Auswirkungen der Kommerzialisierung, gesellschaftliche und kulturelle Auswirkungen, Gegenmaßnahmen und Lösungsansätze, Fazit und Ausblick. Das bin ich, Per Bollmeier. Ich bin Vorstand im CSC Lübeck, beziehungsweise ich bin dort auch Vorsitzender und gleichzeitig im Vorstand vom CAD, Cannabis-Anbauvereinigung Deutschlands, und übergebe an meinen Kollegen. Besten Dank. Mein Name ist Friedemann Söffing. Ich bin Mitbegründer und Vorsitzender im CSC Weimar e.V. und bin seit mehreren Jahren jetzt auch schon in der Regionalgruppe Thüringen unterwegs, da derzeit auch Sprecher. Genau. In meinem Part des Vortrags gehen wir ganz kurz über die Geschichte drüber nochmal. Besten Dank an Olli, der das nochmal so schön
ausführlich gemacht hat. Wir springen praktisch jetzt gleich unten in den letzten Teil so ein bisschen rein, in die Ziele, die jetzt praktisch derzeit in Deutschland so ein bisschen für uns Anbauvereinigungen, zumindest aus unserer Sicht, gelten sollten, um dieses ganze Projekt erfolgreich voranzubringen. Genau. Im ersten Teil, wenn wir so ein bisschen über die Fallen sprechen, die denn sich jetzt derzeit für die Anbauvereinigungen und auch für die Konsumierenden, also die Mitglieder am Ende, die ja auch praktisch am Ende die Anbauvereinigungen sind, wie die sich auswirken und welche Fallen da jetzt gerade wirklich aufploppen sozusagen. Danach werden wir ein bisschen in diese Definition reingehen und herausarbeiten, wo denn genau dieser Kommerz dann sozusagen entsteht und wo diese Trennlinie für uns als Verband auf jeden Fall besteht. Und im letzten Blick geben wir noch so ein bisschen Aussicht zu dem, was derzeit auf dem legalen Markt sich sozusagen etabliert, und wollen dann eigentlich auch gerne Alternativen aufzeigen und Gegenmaßnahmen, wie Cannabis-Anbauvereinigungen auch die Mitglieder vor Kommerzialisierung, also vor dem finanziellen Ausnutzen sozusagen der Mitglieder auch geschützt werden können. Einmal zu den Unterschieden zwischen den nicht gewinnorientierten Anbauvereinigungen und den eher kommerziellen Projekten, die auch gerade sich auf jeden Fall etablieren oder versuchen zu etablieren. Ehrlich muss man ja sagen, dass es natürlich auch erstmal im ersten Augenblick vielleicht auch Vorteile bringt für Mitglieder, wenn man Sachen auslagert, also Arbeitsschritte auslagert und so weiter und so fort. Aber genau, generell ist es natürlich immer gut, wenn eine großmögliche Mitarbeit oder Mitwirkung der Mitglieder angestrebt wird. Denn dadurch bekommen wir natürlich auch eine höchstmögliche Selbstidentifikation mit diesem Verein an sich. Also das heißt, Mitglieder, die wirklich dort den Boden mitgegossen haben, die Fliesen rausgekloppt, die Leitungen verlegt und so, die werden auf jeden Fall auch immer auch weiterhin daran mit teilhaben wollen, an dem ganzen Projekt. Bis ich gerade den ersten und zweiten Punkt etwas verdreht. Die stetige Motivation wird aber wahrscheinlich natürlich geringer sein, weil man nicht immer mal durch einen finanziellen Anreiz sozusagen nochmal die Motivation ein bisschen pushen kann. Das wäre natürlich dann wieder so ein Vorteil, wenn man das ausgliedert, auslagert. Genau, dann die künstlich höheren Beiträge sind natürlich derzeit Wasser auf die Mühlen des Schwarzmarkts sozusagen, weil damit dieser Effekt natürlich gedämpft wird. Das heißt, in eher kommerziell ausgerichteten Vereinen, das heißt, die auch am Ende ein bisschen mehr Profit machen werden, wahrscheinlich einen etwas höheren Preis nehmen werden, wird halt weniger der Schwarzmarkt eingedämpft werden oder bekämpft werden können. Außerdem sehen wir zumindest ein sehr, sehr großes Imageproblem, denn jetzt gerade soll ja wirklich so dieser private Eigenanbau erstmal oder gemeinschaftlicher Eigenanbau ein bisschen gepusht werden. Und durch so eine Kommerzialisierung wird halt sehr, sehr schnell aus unserer Sicht dieser Eindruck entstehen, okay, das sind ja eigentlich nur Scheinvereine. Dem wollen wir natürlich auch gerne mit nachhaltigen Strukturen entgegentreten. Genau, diese Strukturen, dieser Beitrag soll sich natürlich immer auf dieses kommunale Vereinswesen am Ende niederschlagen, damit diese Vereine wirklich dort gesettelt sind. Denn wenn irgendwann mal Säule 2 kommt, dann wäre natürlich dann sehr, sehr schnell sonst der Rückhalt in der Bevölkerung auch weg oder auch bei den Konsumierenden, die dann einfach zu dem vermeintlich einfacheren Angebot vielleicht wechseln. Genau. Dann außerdem ist natürlich in den Social Clubs das, was ja so ein bisschen der Gesetzgeber angelegt hat mit den Präventionsbeauftragten, also dieses Social wirklich wieder reinzubekommen, also aufeinander so ein bisschen aufzupassen, miteinander auch zu konsumieren, um auch ein besseres Verständnis für dieses Produkt zu bekommen. Das würde natürlich auch in noch mehr kommerzialisierten Sachen zumindest die Gefahr geben, dass es nicht mehr so im Vordergrund steht, wie das noch im Vereinsleben passiert. Wenn man sich wirklich von privat zu privat einfach austauschen darüber redet. Dann kommen wir zu der Welle der
Kommerzialisierung, die über diese Vereine so ein bisschen derzeit hinwegbricht. Das heißt also, welche Faktoren gibt es da derzeit? Sind zum einen natürlich sehr, sehr hohe Investitionskosten in Produktionsanlagen. Dann diese komplexe Gesetzgebung, die also auch viel Know-how erstmal erfordert aufzubauen oder das halt irgendwie einzukaufen. Das ist halt immer so dieser einfache Weg, sprich wieder Sachen auszulagern. Außerdem ist natürlich auch, was jetzt derzeit noch ein bisschen so diesen Markt etwas hemmen wird oder diese, die Vereine, sozusagen das Vereinswesen, das sind natürlich diese antisozialen Strukturen, die der Schwarzmarkt über Jahre hinweg sozusagen immer gefestigt hat, also wenig Kommunikation miteinander haben, wenig Namen austauschen, solche Geschichten. Das wird natürlich gerade im Verein nochmal ganz anders leben und das wird auch für die Mitglieder, sehen wir zumindest jetzt bei uns schon, einfach nochmal ein ganz neuer Umschwung sein. Viele, die dann einmal so in diesen Spirit so ein bisschen angepackt haben, die werden das auch, werden da auch sehr, sehr glücklich drin werden, aber man merkt natürlich auch jetzt schon, dass es da manche gibt, die das einfach nicht abholt, die also eigentlich eher auf eine Säule 2 warten. Dann gibt es natürlich noch die gesetzlichen Veränderungen, die derzeit diese Kommerzialisierung noch mal ein bisschen vorantreiben oder das eigentlich versuchen einzudämpfen, aber durch die Komplexität sozusagen, die manche Prozesse einfach herausgelagert werden müssen am Ende oder die Vereine dazu von sich sozusagen aus animiert, das zu machen. Dann haben wir natürlich noch ein relativ großes Problem, sage ich mal, denn es gibt ja einfach auch schon einen großen Markt, ob jetzt nur im Inland oder im Ausland, der sich schon um dieses ganze Feld kümmert. Und da sind natürlich auch einfach Kräfteverhältnisse, gegen die gerade kleine Vereine nicht besonders gut ankommen können. Auch gerade dieses non-kommerzielle, dieser Ansatz. Das heißt, man kommt nicht so schnell mit Vertragspartnern in Gespräche oder sowas, weil die natürlich wissen, dass dahinter jetzt nicht dieser riesige Markt am Ende stecken wird, die es gerne hätten. Genau. Dann. Die Gefahren und Auswirkungen der Kommerzialisierung, ich habe da jetzt so ein bisschen schon bei den einzelnen Punkten etwas drauf eingegangen, aber ich möchte jetzt gerne mal zusammenfassen, ist natürlich auf einmal, oder ist auf jeden Fall dieser Verlust des gemeinschaftlichen Ansatzes, also dass dieser soziale Aspekt fehlt, dann auch Einbußen bei der Qualität und bei der durch eine höhere Standardisierung im Anbau, durch eher ein kommerziell getriebenes Konzept. Das heißt also, die Mitglieder werden zum einen nicht immer genau wissen, wie gut könnte das Produkt denn noch sein, wenn man sich zum Beispiel dann privat nochmal darüber austauscht und sagt, guck mal hier, aber unsere letzte Batch, der war eigentlich viel besser oder sowas. Das heißt, diese Qualität und diese Vermittlung dieses Standards kann schnell übergangen werden. Und dann natürlich diesen Preisdruck, den man dann fährt, also mehr Qualität rauszuholen, mehr Quantität rauszuholen als Qualität. Dann könnte man jetzt auch noch ein bisschen vermuten, dass dann auch mehr Umweltbelastung und sowas entsteht dadurch. Daher gerade so Vereine, die wirklich eher Liebhaber sind, ihr kennt das wahrscheinlich alle, eher auf Living Soil oder sowas dann jetzt inzwischen umsteigen und auch diese Nachhaltigkeit, also die biologische Nachhaltigkeit mit drin haben wollen. Und dann haben wir natürlich noch als ganz klare Gefahr den großen Preisdruck, der sozusagen, das habe ich vorhin schon ein bisschen erwähnt, auf die gerade kleineren Vereine dann nachher zukommen wird. Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Folie. Die Gewinnmaximierung gegen den Gesundheitsschutz, das ist natürlich auch nochmal ein ganz großes Problem. Die gesellschaftlichen und kulturellen Auswirkungen werden wir auch erst langfristig so ein bisschen sehen, was da nun bei rumkommt für uns als Mitglieder und Konsumierende. Auch dass die Veränderung des Konsumverhaltens und des Erwartens ist natürlich so ein bisschen das, was wir auch in den Vereinen steigen oder nochmal ein bisschen prägen wollen. Also wir wollen ja gerne, dass zum Beispiel nicht mehr dieser Mischkonsum mit Tabak passiert und so weiter und so fort. Das sind halt alles Punkte, die halt in so einem sehr sozialen Rahmen und sehr viel schneller einfach größeren Anklang findet. Dann, was
uns ganz wichtig ist, ist zum Beispiel, was ja Olli auch so ein bisschen vorhin gesagt hat, dass es halt basisdemokratisch abgeht und dass man die Traditionen, wo diese ganze Idee herkommt, also Eigenanbau, dieses Zelebrieren auch dieses Wachstums sozusagen und nicht nur dann am Ende das Produkt haben zu wollen, sondern wirklich diesen ganzen Prozess, dass das natürlich was ist, was wir auch in den Vereinen gerne weitergeben möchten an die Mitglieder, wofür dann wahrscheinlich keine Zeit mehr einfach bleiben wird. Dann die Stigmatisierung der rechtlichen Probleme für nicht kommerzielle Anbauer. Das ist auch der letzte Punkt. Also die Probleme werden natürlich auch sein, dass kleinere Anbauern wahrscheinlich eher Probleme haben, weil sie halt immer so als kleine Schmuddelvereine sowas gesehen werden, wenn halt große kommerzielle Projekte wahrscheinlich schneller einfach derzeit auch immer noch einfach auch bei Ämtern und sowas halt angenommen werden, akzeptiert werden. Genau. Ja, schauen wir uns mal die Märkte an. Wir haben die Anbauvereinigung mit den Rahmenbedingungen. Da gibt es zwei Rechtsformen, den Idealverein, der einfach Non-Profit macht, keine Gewinnerzielungsabsicht hat, wie genau auch die Genossenschaftsform, die ebenfalls Non-Profit arbeiten soll. Es gibt Verbote von sozialversicherungspflichtigen Angestellten in der Produktion mit Cannabis, vielfältige Restriktionen, 200 Meter Abstand zu Kindertagesstätten, Schulen und Co. Es gibt keine Edibles, die wir im Verein herstellen können oder auch nur einen eigenen Konsumraum. Außerdem gibt es ein maximales Limit von 500 Mitgliedern. Das führt natürlich erheblich zu Einschränkungen. Vergleichen wir das mit anderen Märkten, haben wir zum Beispiel den Medizinalmarkt. Wir haben dort klar eine Gewinnerzielungsabsicht, die ist sogar festgeschrieben. Der Zugang ohne BTMG ist dort stark erleichtert worden. Man kann sich also jetzt online per Telemedizin einfach Zugang verschaffen. Für die Vereinigung erscheint das so ein bisschen wie die Kommerzialisierung durch die Hintertür. Man kann das halt geliefert nach Hause bekommen, zahlt dafür seinen Beitrag und ist dann quasi Patient, ohne wirklich von einem Arzt angesehen zu werden. Also es geht per Formular auch. Man muss dort keine Videovorstellung machen oder ähnliches. Das Ganze an der Krankenkasse vorbei. Hat demnach auch geringe Einstiegskosten und auch kein Risiko im Sinne von Führerscheinverlust oder ähnlichem. Diese ganze Versorgung gefährdet natürlich die Starkbedürftigen oder auch Schwerkranken, die mit Cannabis behandelt werden. Es gibt ja nur eine bestimmte Menge, die wir importieren dürfen. Schauen wir uns den sogenannten offenen Markt an. Wir haben dort Events mit kommerziellen Ansätzen, auf denen oft synthetische Cannabinoide vertrieben werden. Schauen wir uns zum Beispiel das Event an, was vor 2 Wochen in Berlin war. Ist dort sogar auf der Eintrittskarte schon 5 Gramm quasi verschenkt worden, die man sich abholen konnte. Wir haben dort immer diese Billigproduktionen. Man kann sagen, dass das einfach auch gesundheitsschädlich ist und von geringer Qualität. Gucken wir in Europa rum, haben wir Niederlande. Dort fehlt uns immer noch der Herstellungsprozess. Das ist in Modellprojekten derzeit abgewickelt worden, aber immer noch nicht landesweit. Das bietet natürlich viele Hintertüren für die Kriminalität. Kommen wir zu den Lösungsansätzen, die wir uns da vorstellen. Ein paar Gegenmaßnahmen. Beispiele erfolgreicher Gegenbewegungen wären für mich zum Beispiel der DHV, NCORD, LIEB oder aber auch unsere Vereinigung, CAD, Cannabis-Anbauvereinigung Deutschlands. Wir wollen politische und rechtliche Ansätze zur Unterstützung kleiner Anbauer liefern und uns die selbst erarbeiten, Optionen zur Förderung von nachhaltigem und gemeinschaftlichen Anbau festlegen und dort einfach gemeinsame Standards definieren. Das kann zum Beispiel auch das Cannabis-Reinheitsgebot sein. Kommen wir mehr zum CAD und seiner Rolle. Wir sind gegründet am 27.10., vor gut 8 Monaten, haben uns aus einer Discord-Community gegründet, sind dort also digital zusammengekommen. Die Legalisierung und sichere Nutzung von Cannabis wurde unter uns vereinigt, dass wir uns das als Ziel setzen. Und das haben wir unter einer Satzung dann gemeinsam unterschrieben. Mitgliedschaften sind Stand heute schon 21 Vereine. Es befinden sich derzeit weitere 7 in der Prüfung. Hier einmal ein Überblick der 20 Vereine, die in der Erstellung der Folie dort dabei waren. Kommen wir zu unseren Zielen und Aufgaben. Wir haben natürlich ganz oben die Interessenvertretung.
Dort sprechen wir mit dem Bund, wir sprechen mit Stakeholdern, wir sprechen mit der Öffentlichkeit und den Ländern. Das heißt, wir sind also an allen Ecken beteiligt, dort politische Aktionen zu machen, uns auszutauschen und unsere Ideen einzubringen. Das Ganze machen wir natürlich, indem wir auch vielfältig unsere Mitglieder unterstützen. Das heißt, wir geben das intern weiter, teilen unsere Kompetenzen dort auf. Wir haben dort Sonderinformationen, zum Beispiel zur Gesetzesänderung. Wir schreiben monatliche Newsletter. Wir haben länderspezifische Leitfäden. Wir haben ein großes Präventions- und Suchtkonzeptmuster erarbeitet. Es gibt Ergebnisberichte und verbandsinterne Angebote von Dienstleistern und Lieferanten. Das Ganze arbeiten wir zusammen in sogenannten Arbeitsgruppen. Das heißt, wir haben dort verschiedene Bereiche einfach eingeteilt, die sich mit den speziellen Themen zusammensetzen. Das Ganze findet bei uns auch wieder digital statt. Da wir von Discord kommen, ist das alles digital ziemlich gut möglich. Wir haben da eigene Strukturen entwickelt und können uns da intern treffen. Es geht dann um den Aufbau der Community, einfach den Aufbau weiterer Vereine, den Bereich Anbau und Beschaffung, wo man einfach sagt, okay, was braucht so ein Verein eigentlich von der Lampe bis zum Seed? Der Suchtprävention und Gesundheit, wo wir auch schon ein Gesundheitskonzept haben, Medien und Presse, wo wir uns über den Außenauftritt Gedanken machen, vom einzelnen Verein bis hin zum Verband, und der Sozialpolitik, wo wir dann zum Beispiel Arbeitsschritte arbeiten. Verbandsziele und Aufgaben. Wir haben die Vertretung der Interessen auf nationaler Ebene, das heißt, wir kümmern uns hauptsächlich um die Bundesebene. Wir haben jetzt natürlich nochmal eine Verteilung durch die Bundesländer. Die zuständigen Behörden sind nochmal 16-facher Aufwand. Wir haben natürlich auch klar die Vernetzung bei uns im Blick, die Sicherstellung hoher Qualitätsstandards und die Durchführung von Bildungs- und Aufklärungsprogrammen. Kommen wir zum Fazit im Ausblick. Wir wünschen uns zeitnah klare Aussichten für Säule 2. Für den kontrollierten Markt wäre die Säule 2 unbedingt nötig. Wir haben gesehen, es gibt im Medical-Bereich starke Probleme. Es gibt immer noch keine Säule 2. Das bedeutet, wir haben im Moment den ganzen wirtschaftlichen Aspekt im Vereinswesen und versucht dann halt auch von der wirtschaftlichen Seite uns vielfach Angebote zu machen. Das würde alles mit einer Shop-Regulierung wahrscheinlich ein bisschen anders laufen. Derzeit sind die Vereine einfach das Ziel der ganzen Wirtschaftsinteressen. Ja, die Abhängigkeiten zur Absicherung der Verantwortlichen sollte man stetig prüfen und die Konzeption der Anlagen nach Mitgliederbedarf ausrichten. Das heißt, man sollte auch nicht unbedingt auf die Sterne zielen, sondern vielleicht erst mal klein anfangen, weil die Investitionshöhen recht hoch sind. Wenn das dann zum Ernteausfall kommt oder zum Brand, zum Diebstahl oder Ähnlichem, dann ist das immer besser, wenn man das nicht zu groß skaliert, sondern immer noch eine Sicherung hat. Ich mache noch einen ganz kleinen Ausblick, was wir zumindest derzeit auf dem Markt für uns beobachten. Dass, wie Per das vorhin schon ein bisschen gesagt hat, dieser Cannabis-Medizinalmarkt halt wirklich sehr stark wächst. Was uns Sorge macht, ist, dass wir ganz viele Berichte vor allem von Patienten bekommen, die, ich sage es mal, also klar, das sind alles Patienten, die da irgendwie Medizinalcannabis bekommen, aber die wirklich sehr, sehr stark darauf angewiesen sind, zum Beispiel auch auf eine Sortengleichheit und auf eine hohe Qualität, dass gerade bei denen praktisch das gerade sehr, sehr schwankt. Also dass die nicht mehr so wie noch vor ein paar Monaten am Markt halt sich auf ihr Produkt danach verlassen konnten, also auf ihr Medikament, dass das wirklich auch verfügbar ist. Für uns sind halt auch viele wirtschaftliche Interessen, die sich nachher in Säule 2 widerspiegeln. Das heißt, als Fazit nochmal sozusagen, die Vereine müssen eigentlich jetzt schon so ein bisschen zusehen, dass sie auch neben einer Säule 2 bestehen können, wenn diese dann kommen. Deswegen nochmal die Wichtigkeit, dass es endlich mal eine Aussicht gibt dafür. Dann könnten die kleinen und individuellen Clubs könnten tatsächlich an diesen hohen Hürden scheitern, gerade wenn es halt keine gute Vernetzung gibt und auch das Wissen immer in so kleinen Bubbles bleibt. Das heißt, eigentlich ein hoher Wissenstransfer ist einfach jetzt notwendig durch halt freie Vereine, wo man schnell sozusagen auch an die notwendigen Daten kommt, um
nachhaltig so einen Verein nachher auch lokal zu gründen. Dann natürlich das Wichtigste am Ende ist der Aufruf zum Handeln von jedem von euch. Gründet transparente Vereine, guckt euch zu Hause lokale Projekte an, auch wenn ihr nur, sage ich mal, Anbauern seid und denkt, ja, ich kann da gar nichts großartig beitragen oder ich habe meinen Teil für mich, versucht euch einzubringen, versucht dieses Wissen weiterzugeben, denn jeder kleine Baustein hilft halt wirklich einfach, einen Verein am Ende ins Laufen zu bekommen. Und diese Last, die auf Einzelnen liegt, ein bisschen besser zu verteilen. Und dann natürlich sozial gerechte Vorbilder suchen aus anderen Sparten, das ist aus unserer Sicht ganz wichtig. Was wir zum Beispiel uns auch immer so ein bisschen angucken, ist, was machen diese Solawis, also solidarische Landwirtschaften oder ähnliche Konstruktionen, wo man also schon dieses Prinzip eigentlich verinnerlicht hat, gemeinsam füreinander anzubauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke für diesen informativen Vortrag. Jetzt darf ich den Gründer und Vorsitzender des CSD Hannover und Gründer und Geschäftsführer von HHH Hemp Harvesting Technology, Henry Wieker, vorstellen. So, ist das so. Ich bin ja kurz vorgestellt worden, schon, ich wiederhole das nochmal. Also Triple H Hemp Harvesting Technology, das habe ich 2016 gegründet, als ich mich selbstständig gemacht habe. Das ist eigentlich so mit eine der beiden Säulen, weshalb ich überhaupt im Cannabis gelandet bin. Zur gleichen Zeit habe ich Cannabis Social Club Hannover gegründet, weil es keine andere Aktivistengruppe vor Ort gab. Und ich habe einfach dort die Notwendigkeit gesehen, mit Legalisierungsbestrebungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Das Ganze ging immer Hand in Hand. Aber es war natürlich dadurch, dass ich in der Nähe der Branche der Cannabisindustrie mit angesiedelt bin, mit diesen Erntegeräten, naheliegend, sich auch mit unternehmerischen Ansätzen auseinanderzusetzen. Der Cannabis Social Club ist soweit gelaufen als aktivistische Vereinigung mit Demos, Veranstaltungen, pipapo, und hat sich dann eigentlich nach Corona erst wieder mit der Ankündigung erholt, und seit dem 12. April letzten Jahres wurde natürlich eine ganz andere Nummer draus. Ich wollte so ein bisschen ausholen, Ausblicke, ja natürlich ganz am Schluss, aber wie kam es dazu, was ist im vergangenen Jahr passiert, wie hat sich unser Verein entwickelt, welche Überlegungen haben wir angestellt, es gab natürlich Probleme, es gibt Risiken, es gab Störungen, es gab auch Erfolgserlebnisse, und Basis für die ganzen Überlegungen ist eigentlich, wie verbindet man jetzt dieses komische Gesetz mit dem Social-Club-Gedanken. Was ist da notwendig? Wir sind natürlich alle mit dem Bild gekommen, das wird eine kuschelige Runde. Man baut gemeinsam ein bisschen Cannabis an und teilt das dann gemeinsam. Dann sitzt man da in seinem Konsumraum. Und das ist ja auch die Vorstellung, die absolut erstrebenswert ist. Die Frage ist jetzt, wie bekommt man in dieses System das Socializing wieder rein? Dazu möchte ich eigentlich mal kurz ausholen mit Erfahrungen, die ich machen konnte. Ich konnte drei Länder mit einem Legalisierungsstatus besuchen. Als erstes Spanien mit Einschränkungen, das hat aber Olli eigentlich schon ganz gut skizziert. Das sind so die Erlebnisse, die man da hat. Also man kommt dann wirklich an, gerade die Nachbarschaftsclubs, die sind da sehr eigenstrukturiert und mitgliedernah. Das ist wirklich eine tolle Atmosphäre. Da geht es wirklich um das, was wir eigentlich auch alle anstreben. Ein interessanter Punkt war tatsächlich auch Südafrika. Dort gibt es mittlerweile ein Clubsystem. Ich möchte dazu sagen, dass gerade diese Encode-Philosophie und auch dieses Clubsystem in Südafrika deswegen auch so gut ausgereift ist, weil es immer unter prohibitionistischen Systemen stattfindet und man sich das Regelwerk schafft, um sich möglichst gut zu repräsentieren und auch zu rechtfertigen, falls es dann mal irgendwann zu Rechtsstreitigkeiten kommt. Das passiert alle Nase lang in Südafrika mit den entsprechenden Schaden für alle Beteiligten, also meistens im Totalverlust der Farm und der Einrichtungen, die für den Clubbetrieb notwendig sind. Ansonsten wird das auch sehr leger gehandhabt. Ich hatte da mehrere Clubs. Ich bin jetzt befreundet mit der Grow One Africa Association mit 24 Clubs. Wir stehen in einem engen Austausch, weil sie wirklich auch ein sehr gut definiertes Regelwerk haben, was weit über das hinausgeht, was wir in Deutschland haben. Kann ich mal dieses Mikrofon hier ausschalten? Ja, okay. Gut,
Südafrika viele Learnings. Also es gibt natürlich immer eine Aussage dazu, wie sieht die Mitgliederstruktur aus, wie funktioniert der Anbau, der Transport von der Farm in den Club, wie wird die Verteilung vorgenommen, wie strukturieren sich die Preise, wie ist das Abnahmeverhalten und so weiter. Das ist hochinteressant und man kann daraus einfach viel lernen. Das nächste Land war Thailand, was ich besucht habe. Wer das kennt, hier oben links, das ist hier Soi Cowboy in Sukhumvit in Bangkok. Das ist einfach ein Riesenbordell und jeder macht im Prinzip, was er will. Also die haben gesagt, es wird jetzt legal, Cannabis als traditionelle Thai-Medizin zu verwenden und alle waren mit ihren Bauchläden und Geschäften sofort draußen. Traditionelle Thai-Medizin benutzt eigentlich nur die Blätter der Pflanze, das heißt, die Blüte ist da gar nicht so involviert, aber das ist das, was dann dabei rauskommt, mit dem Resultat, dass sie es jetzt wieder zurückdrehen und Cannabis wieder als Schedule 5-Drug klassifizieren. Das erreicht man, wenn man es übertreibt und wenn man den Sachen auf freien Lauf lässt. Nur mal im Hinterkopf behalten bei den Leuten, die jetzt zu viel wollen. Und Uruguay wird ja oft auch als Clubsystem herangezogen. Da ist das so, dass die Clubs mit 45 Personen und 99 Mitgliedern maximal besetzt sind. Das lässt keinen florierenden Handel damit zu. Handel soll es ja auch nicht geben. Also das sind immer sehr kleine Clubs mit Betreibern, die auch sehr enthusiastisch das machen. Das wurde auch schon erwähnt, dass das sehr dezent ist, weil die Repression sehr hoch ist in Uruguay. Also eigentlich gibt es eine 40 Gramm plus Prohibition und es wird auch sehr stark strafverfolgt. Das heißt, als Tourist zum Beispiel ist man vollkommen ausgeschlossen von der Versorgung. Es ist komplett illegal, an Ausländer zu vertreiben. Und dann landet man da natürlich auf dem Schwarzmarkt und nachdem das Clubsystem, auch die Apothekenversorgung und Homegrow einfach nicht für jeden das Richtige ist, inklusive der Tatsache, dass man in einer Kifferdatei geführt wird, auf die der Staat Zugriff hat, ist das sehr unattraktiv für die meisten dort. Das heißt, das kommt auch nicht so richtig auf die Füße, steht aber auch stark unter Beschuss von den konservativen Mächten oder den Leuten, die das eigentlich wieder zurückhaben wollen, werfen natürlich vor, der Schwarzmarkt existiert weiterhin, ihr seid alle Kriminelle und so weiter. Also man hat das dort nicht richtig gemacht, man hat nicht genug Luft dran gelassen mit dem Erfolg, dass sich das System nicht durchsetzen konnte. So, jetzt wieder nach Deutschland. Wir hatten den Verein ja längst gegründet, 2016. Das heißt, ich hatte schon eine gewisse Erfahrung, was bedeutet Encode, wie funktionieren Vereine überhaupt. Und ich hatte aber auch schnell gemerkt, dass das eigentlich ein unternehmerischer Ansatz sein muss, wie man sowas ins Laufen bringen kann, weil am Ende geht es darum, ein Produkt zu erzeugen und abzugeben. Und es muss sich mindestens selbst tragen. Das heißt, von alleine bezahlt sich weder der Grow, noch die Leute, noch der Strom. Also daran muss man überall denken. Und es kommt aber auch dazu, welche Mitgliederstrukturen man anstrebt oder fördert. Also es ist ja sehr ein Punkt, dass viele Leute gesagt haben, oh, wir können Cannabis Social Club machen, 500 Leute, da muss ich nur so machen und schon funktioniert das. In der Praxis sieht es so aus, dass ich den größten Teil meiner Anstrengungen darauf verwende, die Community bei uns im Verein zu bilden. Ich habe jetzt 320 Mitglieder ungefähr, die sind aber alle gepflegt, aufgenommen, sehr gut informiert, aber das braucht man dazu, um überhaupt das Vertrauen zu schaffen, auf das sie sich oder für das, was sie sich auf das sie sich einlassen müssen. Also sie müssen uns ja jetzt erstmal das zutrauen, dass wir den Grow auf die Beine stellen können. Sie müssen uns das Geld dafür leihen und dafür braucht es gewisse Strukturen. Also ich hatte ganz am Anfang sowas wie so Basisaufgaben. Also die Kernaufgaben sind eigentlich IT und Kommunikation, was man abdecken muss. Wir haben rechtliche Fragen und Öffentlichkeitsarbeit und natürlich das Finanzministerium. Das sind so die drei organisatorischen Säulen im Verein. Aber um dem Vereinsbetrieb auch so ein bisschen Inhalt zu verleihen, braucht man noch Themen, die die Leute interessieren oder für die ich sie interessieren möchte. Und natürlich ist ein Teil Events, was kann man an Veranstaltungen machen, um die Öffentlichkeit Arbeit zu stützen, aber auch um den Verein zusammenzubringen. Also eine Veranstaltung habe ich eigentlich eher so gesehen, organisiert das mal gemeinsam, damit ihr überhaupt eine gemeinsame Sache mal macht und euch kennenlernt. Das ist tatsächlich so ein bisschen eine Schwierigkeit, dass die Leute untereinander zu einer Community zusammenwachsen. Also Discord bietet da eine gute Plattform, da wird viel gechattet, ausgetauscht. Seit 1.4. ist Homegrow-Unterstützung hoch im Kurs. Das funktioniert ganz toll. Wir haben wöchentlich zweimal abends eine Stunde bis zwei so Sprechzeiten, wo ich dann einfach bereitstehe für Fragen von Mitgliedern,
für Leute, die sich noch nicht so gut mitgenommen fühlen. Und um sowas wie ein Clubleben erstmal zu installieren. Und die Basis von dieser Struktur ist eigentlich, dass man den Cannabis Social Club als soziale Einheit weiter betreibt und dort Aktivitäten unterstützt und anleitet auch. Also das kann beliebig sein. Ne? Also natürlich viel mit dem Thema Hanf, weil da ganz viel die Informationen bisher verbreitet sind. Nutzhanf ist ein gewaltiges Thema. Aber der Freizeitkonsum von Cannabis, das ist bei vielen nicht geübt. Wenig kennen alle Konsumformen, die möglich sind. Oder viele kommen auch und wissen gar nicht, dass es verschiedene Cannabissorten gibt und die verschiedene Effekte haben. Deswegen einmal hier skizziert, wie ist unser Verein strukturell so aufgebaut. Das ist natürlich einmal die Mitgliederversammlung als höchstes Gremium, was im Prinzip alles bestimmt, aber die dann alle 2 Jahre den Vorstand wählt, der dann so lange die Geschäfte führt. Und darunter gibt es sowas wie ein Teamleaderboard. Das heißt, da spricht der Vorstand mit den Leitern der Teams, die im Prinzip die Informationen nach oben und nach unten verteilen, Kritik, Anregungen in beide Richtungen geben und auf diese Art und Weise einfach eine strukturierte Kommunikation, die noch überschaubar ist, gestalten. Mit einer Größenordnung von 250 bis nachher 500 oder mehr Mitgliedern ist das zwingend erforderlich, dass man da eine gewisse Systematik verfolgt und zur richtigen Zeit auch mit der richtigen Gruppe von Leuten spricht. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kommuniziert man mit den Leuten, welche Gruppe spreche ich an. Eine Frauengruppe haben wir mal gegründet, im Wesentlichen dazu, um mal rauszukriegen, warum der Frauenanteil eigentlich so gering ist in dem Club. Wir haben 16% Frauen bei uns. Und auf der einen Seite möchte ich natürlich die Gelegenheit geben, sich in der Nische auch mal wie in einem Schutzraum zurückzuziehen, weil ich auch gehört habe, Frauen haben manchmal Hemmungen, Cannabis zu konsumieren in der Anwesenheit von Männern. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch so, dass sich da eine Frauengruppe bildet, eigene Projekte macht, aber auch Informationen liefert, wie können wir das eigentlich verbessern, dass so wenig Frauen in den Club sind und sich dort aktiv beteiligen. Das ist so ein Kernanliegen auch bei uns. Und Cannabis, Frauen und Gesundheit, das bietet sehr viel. Im Clubleben versuchen wir jetzt auch immer so eine fortlaufende Präsentationsreihe oder Informationsveranstaltung zu machen. Immer erster Samstag im Monat sollte dann ein Gastredner erscheinen. Wir hatten schon mal Shabnam Sasha zu Besuch. Wir haben auch gelegentlich Danny aus Südafrika, der dann das Goa-System nochmal erklärt. Wir hatten schon mehrfache Live-Schaltungen zu unserem Freund Lorenzo in Uruguay, der dort ja 2 Clubs versorgt und betreut. Das sind immer einfach auch so, wie so Bonbons, die Einladung möchte ich ja geben, dass die Leute sich am Clubleben beteiligen und sich auch damit identifizieren, weil das ist so der Kernpunkt, wie bekomme ich überhaupt meine Kundschaft, also meine Abnehmer so zusammen, dass sie dem System vertrauen und dem auch treu bleiben. Es ist ja mit bestimmten Risiken verbunden, so einen Grow erstmal aufzuziehen. Das heißt, wir müssen das selbst finanzieren, wir müssen das alles selbst installieren. Zumindest sehen wir dort die bessere Lösung, um mit einem geringen Risiko einzusteigen, als einen Investor ranzuholen und sagen, hier, stellt uns mal 3 Container hin, dann laufen die schon. Der Punkt ist eigentlich eher, auf einer Vertrauensbasis zu vermitteln, dass wir das auch mitgliedernah machen möchten. Also wir nehmen die schon mit, aber sie haben halt ihren Platz im Social Club. Und in der Anbaugemeinschaft beschäftigen sich die Grower, die sich wirklich damit auskennen, auf jeden Fall ambitioniert, ich will nicht sagen professionell, aber sehr ambitioniert, damit hochwertige Produkte in ausreichender Menge herzustellen. Und das ist eine Riesenaufgabe. Dafür müssen wir einfach die Grundlage schaffen, dass da eine gewisse Toleranz auch herrscht. Das sind Menschen, die Fehler machen. Auch Experten sagen immer, der erste Run in einer neuen Anlage, der geht normalerweise schief. Das heißt, da werden die Clubs überhaupt nicht davon verschont bleiben. Dann habe ich hier mal so eine Liste, da muss ich mich selber ein bisschen dran langhangeln. Also der erste Schritt ist natürlich, mit wem will ich das gründen? Was habe ich da für Ansätze? Habe ich stabile Leute an meiner Seite und kriege ich das mit denen überhaupt gebacken? Und normalerweise ist es so, dass man einen braucht, der den Karren zieht, der sich vorne hinstellt, der das alles erklärt, der auch enthusiastisch und auch ein eingefleischter Aktivist sein muss. Ne? Es ist von Vorteil, wenn ihm unternehmerische Strukturen nicht vollkommen fremd sind, auch
ja, das, was ich die ganze Zeit mache, ist eigentlich Human Resources. Ich suche mir Leute, mit denen ich arbeiten kann. Problematisch ist dann immer, ich kann sie ja nicht binden, das heißt, ich habe auch eine sehr hohe Fluktuation. Ich muss mich immer wieder damit abfinden, dass ich Leute, die ich gerade an das Thema rangeführt habe, offenbar keine Zeit mehr haben, weil sie familiäre Verpflichtungen haben oder wegziehen oder sonst was. Und es muss halt auch einen geben, der so einen Entwurf macht für die Satzung, für die Gebührenordnung, für die generellen Strukturen und das auch so vermittelt, dass die Leute da mitkommen. Also sie müssen das ja verstehen und sie können sich nicht im Stich gelassen fühlen oder sagen, naja, ich habe ja nichts zu sagen und das ist nur teuer. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. So, die meisten Sachen habe ich ja schon erwähnt. Also das, was jetzt kommt, die Gründungen, ne, sind jetzt vollzogen, dann meldet man das an zur Eintragung beim Vereinsregister. Da kann es Rückläufer geben, da kann es Verzögerungen geben. Ich weiß gar nicht, ob die momentan unter einer höheren Last leiden. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also die Handvoll Cannabis-Anbauvereine in Niedersachsen, die es gibt, ich glaube, die kann man jetzt in der ersten Phase an einer Hand abzählen. Und am 1.7. bin ich mir gar nicht so sicher, wie viele Leute überhaupt die Lizenz beantragen können, weil die wenigsten schon eine Qualifikation für ihren Präventionsbeauftragten haben. Das ist nur ein so ein Detail. Ne? Also dafür muss man dann erstmal sorgen, dass die Voraussetzungen vorhanden sind. Und es empfiehlt sich natürlich auch vorher mit denen Kontakt aufzunehmen, mal gucken, wie die ticken. In Niedersachsen haben wir es da sehr viel leichter, weil wir offenbar auf eine liberale Grundeinstellung stoßen, aber in prohibitionistischen Bundesländern wird das eine echte Herausforderung. Und das sind natürlich auch Betonköpfe, die nicht unbedingt dazu Entschuldigung, zu Kompromissen bereit sind. So, Fluktuation, habe ich gesagt, Fehlerkultur ist ein wichtiges Thema. Man muss auch als Vorsitzende akzeptieren, dass Menschen Fehler machen. Die nehmen das vielleicht nicht so genau oder meinen das auch nicht böse, aber es passieren Fehler. Das heißt, man muss dann darüber reden, warum passieren bestimmte Fehler. Das ist ein Lernprozess auch für die Führungsebene, wie man sowas vermeidet. Also eine gute Anleitung, aber auch eben eine Atmosphäre schaffen, in der jemand mal einen Fehler zugeben kann. Das halte ich für sehr wichtig in so einer Organisation. So, ein Thema ist auch immer noch relevant, was gibt es auch intern für Störungen? Also wir haben von außen natürlich Anfechtungen von Leuten, die davon alles nichts halten, aber wir haben immer auch wieder Leute, die kommen in den Verein und versuchen dann von innen irgendwie an dem System zu bohren, an Stühlen zu sägen, einfach nur rumzuätzen und das System schlecht zu machen. Da muss man auch Mittel und Wege finden. Das geht nur über eine stabile Community. Also du musst eine Gruppe zusammen haben, die sowas dann auch mal verteidigt. Und zu den toxischen Persönlichkeiten, da gehören natürlich auch die selbsternannten Experten. Vielleicht noch eine kurze Einschätzung von meiner Seite, was wir überhaupt für Mitglieder bekommen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass der Kreis, der hier sitzt, sich für Cannabis Social Clubs anmeldet. Das ist ja eher auch so schon die Expertise, die hier sitzt, aber wir haben ganz viele Leute, die haben einfach überhaupt keine Ahnung davon. Ungefähr ein Viertel davon lässt sich gut integrieren und begreift das auch schnell, was dahinter steckt, unterstützt das. Das sind die Leute, mit denen ich arbeiten kann. Dann haben wir ungefähr ein Viertel Patienten, die im Stich gelassen worden sind, Lost Patients. Dann gibt es noch so die stillen Teilhaber. Die sind mal eingetreten, weil sie das einfach gut finden, dass da jemand was macht und sich eine Initiative gegründet hat, die es offenbar auch ernst meint. Und dann gibt es noch die Gruppe der Bubatz-Atzen, die einfach nur Grütze im Hirn haben, denken, für 5 € im Monat regnet es irgendwann Gras und in regelmäßigen Abständen eine E-Mail schreibt und rummeckert, warum sie immer noch kein Gras im Briefkasten haben. So, das sind so im Großen und Ganzen für mich so das Feld, was sich momentan darstellt. Wie das jetzt bei uns weitergeht, wir hatten jetzt für fast ein Jahr so eine Geschäftsstelle in einem Coworking Space. Das war sehr preisgünstig, wir brauchten keine eigenen Möbel, aber das stößt jetzt an seine Grenzen. Also wir kommen jetzt in eine Phase und an eine Größenordnung, wo man einen Gemeinschaftsraum braucht und wir haben jetzt auch mal konkret angepeilt, ein eigenes Clubheim zu mieten. Deswegen haben wir jetzt mal angestrebt bei der letzten Mitgliederversammlung, den Mitgliedsbeitrag von 5 auf 10 € zu erhöhen. Davon können wir uns dann eine schöne Immobilie leisten, gern auch zentral. Wir hatten da was im Auge, Limmerstraße heißt das, wer Hannover kennt, das ist die zentrale Partymeile der Stadt. Da wären wir sehr gut aufgehoben. Dadurch, dass wir dort auf dem Hinterhof wären, wäre das eigentlich der ideale Ort für eine Abgabestelle. Dort gibt es einen Konsumraum. Man könnte dort auch ein Modellprojekt sich vorstellen. Also das ist so der nächste Schritt.
Und gleichzeitig haben wir auf dieser Mitgliederversammlung auch die Strukturen von unserer Anbaugemeinschaft und wie sie mit dem CSC zusammenhängt vorgestellt. Und am letzten Wochenende vor dem Werbeverbot haben wir jetzt noch diesen Flyer verbreitet, wo man die Strukturen darlegt, wie diese Anbaugemeinschaft gegründet wird, aufgebaut wird, die Zeiträume dargestellt, wann das erste Gras überhaupt zu erwarten ist. Das heißt, wir müssen jetzt Geld einsammeln. Wir haben einen Anreiz geschaffen, indem man den Mitgliedern, die Geld zur Verfügung stellen, einen Sonderstatus einräumt. Da gibt es die sogenannte Goldmitgliedschaft. Das sind dann eben die Leute, die sowas in der Größenordnung 400 Euro mitbringen. Und kalkulatorisch kann man sie dann eben von den Tilgungsbeiträgen im Cannabis auf der Cannabis-Mitgliedsgebühr befreien. Und um es noch ein bisschen schmackhafter zu machen, gleich noch eine Platin-Mitgliedschaft obendrauf für Leute, die 1.000 Euro und mehr mitbringen. Das hat eigentlich ganz gut gezündet. Man konnte merken, dass die Bereitschaft einerseits sehr hoch ist. Also die 100 Leute, die da 400 Euro geben, das ist das, was wir anstreben, die kriegen wir wohl zusammen. Platin-Mitglieder gibt es wohl auch schon 1 bis 1,5. Und wollte ich noch sagen, gleichzeitig aber auch eine Austrittswelle. Also von diesen 320 Leuten, die wir Stand vorgestern hatten, sind am gleichen Tag, als ich den Newsletter verschickt habe, mal so 15 ausgetreten, die einfach erkannt haben, das ist nicht das System, was ich mir vorgestellt habe. Also das ist auf der einen Seite vielleicht eine Ernüchterung, allerdings für mich ist es eher eine Bereinigung von Leuten, die das System falsch verstanden haben. Das sind die Leute, die Bubatz-Atzen, die gedacht haben, so, jetzt gibt es gleich was umsonst und ich brauche nur im Club Mitglied sein und schon passiert alles von alleine, so wie ich mir das gewünscht habe. So, damit wäre ich schon am Ende von diesem Vortrag. Ich habe 15 Minuten gehabt, habe mich ein bisschen beeilt jetzt, aber dafür ist dann ja vielleicht mehr Zeit für Fragen. Dankeschön. Als nächstes und letzten Gast für heute darf ich Andreas Gerhold vorstellen mit seiner Präsentation über. Ja, ich stelle mir mal die Uhr und versuche ein bisschen aufzuholen. Ja, ich galoppiere zumindest bei meinem Vortrag ein bisschen. Der Startschuss fällt am Montag. Alle haben auf den 1.7. oder viele haben auf den 1.7. hingefiebert. Und ich will mich jetzt mit euch damit beschäftigen, was jetzt ansteht. Was heißt der Startschuss? Wie weit stehen wir in den Startblöcken? Wie weit stehen andere in den Startblöcken? Ist es ein Sprint? Ist es ein Marathon? Wird es ein Spießrutenlauf? Was können wir tun, um das Ganze zu beeinflussen? Das ist im Prinzip auch schon der dritte Teil, indem ich angefragt bin, mich mit der Zukunft der CSTs zu beschäftigen, ausgerechnet als, ich bin Gründer des CSC Hamburg, der 2015 schon gegründet wurde, damit der älteste Club, werde ich viel zur Zukunft der Clubs befragt. Aber das hat schon auch seine Berechtigung. Dankeschön. Also wir haben uns in Hamburg auch damit beschäftigt, was machen wir denn? Es gibt einen Unterschied, Markus Trent hat das heute gut erklärt nochmal, zwischen CSTs, wie wir sie angestrebt haben, wie Olli sie in der Geschichte auch dargestellt haben, wie sie sich entwickelt haben. Das, was wir seit 2015 wollten, das wird es nicht geben, sondern es wird Anbaugemeinschaften geben. Wo ist der Unterschied? Wo gehen wir da hin? In Hamburg haben wir uns tatsächlich dazu entschieden, zwei Vereine zu machen, beziehungsweise eins plus viele, nämlich Anbauvereinigung und den CSC als politische Vertretung und für soziale und kulturelle Angebote eben zu erhalten. Und die Anbauvereinigungen können jetzt Mitglied im CSC Hamburg werden. So hat es sich einfach durch den Prozess entwickelt, das war von uns nicht angestrebt. Auf der Fachtagung vom ISD sollte ich mich mit den Perspektiven beschäftigen. Ihr könnt diese Vorträge auch anfragen bei mir. Ich musste, um das kurz zu machen, mit einem Fragezeichen enden und sagen, es ist noch so viel unklar, ich weiß es nicht, wohin die Reise geht. Ich kann es nicht sagen, aber ich habe eine ganze Menge Unklarheiten klargestellt. Und damit machen wir heute ein bisschen weiter. Wie gesagt, Montag soll der Startschuss fallen. Was haben wir denn bisher? So, das Änderungsgesetz ist jetzt tatsächlich durch. Die Länder haben zuständige Stellen benannt, zumindest einige. Wie viele? Wer?
Landesverordnung zur Umsetzung sind beschlossen. Nee, eine, zwei, glaube ich. Und es sind, ich glaube, schon drei Antragsformulare online in verschiedenen Bundesländern. Also das ist so ungefähr der Status quo bei Bestehen. Vorbereiten konnten wir uns auch nicht wirklich auf den 1.7., weil ja das Änderungsgesetz noch anstand. Und das ist jetzt beschlossen am 20.6., Verkündung am 25.6., vor drei Tagen in Kraft getreten. Wie sollen wir am 1.7. Anträge stellen? So, aber die Frage ist, was haben wir denn jetzt? Ich habe hier nochmal die wesentlichen Paragraphen, die jetzt teils geändert sind oder die aber auch jetzt bei den Behörden jetzt umgesetzt werden müssen. Also was sind die Bedingungen und wann ist zu versagen, wann kann versagt werden? Ich gehe da jetzt in der Kürze der Zeit nicht drauf ein. Das hat Schwantner aber auch schon ausführlich gemacht und ist es auch gestern in der Politikrunde schon Thema gewesen. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, Paragraph 12 ist wichtig, der jetzt auch nochmal erweitert wurde. Das hat jetzt hier weniger tatsächlich aktuelle oder relevante Bedeutung in der Praxis. Also Anbauvereinigungen dürfen jetzt auch nicht eine große Halle mieten und die Hälfte erstmal an eine andere Anbauvereinigung untervermieten. Das wäre vorher möglich gewesen, ist jetzt nicht mehr. Tja, aber solche Sachen müssen wir uns jetzt ganz genau eben nochmal angucken mit fachlicher Unterstützung, weil auch ich bin kein Anwalt. Wichtig ist, es kann versagt werden, und das ist neu, wenn die Anbauflächen oder Gewächshäuser der Anbauvereinigung A in einem baulichen Verbund mit Anbauflächen oder Gewächshäusern anderer Anbauvereinigungen stehen, insbesondere im gemeinsamen Gebäude oder Gebäudekomplex untergebracht sind, oder sich in unmittelbarer, und dann haben wir wieder so einen spannenden Begriff, in unmittelbarer Nähe, wie bei der Vielzahl, befinden. So, was sollen wir damit anfangen? Wir haben da wiederum keine Rechtssicherheit. Wir haben jetzt auf das Änderungsgesetz gewartet, um endlich Rechtssicherheiten zu kriegen. Jetzt kriegen wir sowas. Die Behörden kriegen maximale Flexibilität, so war das auch gewollt. Für uns heißt das aber maximale Rechtsunsicherheit. Das war der falsche Knopf. Da gehe ich jetzt nochmal gar nicht drauf ein. Auch da hat Markus Quantner schon viel zu gesagt. Aber wer sich jetzt mit der Vorbereitung für Anträge befasst und mit Behörden spricht, weil darauf will ich hinaus, sollte sich auch das nochmal genauer angucken. Auch hier hat es nochmal Änderungen gegeben, was die Beschäftigung angeht. Also Länder haben noch lange nicht alle zuständigen Stellen benannt, die Landesverordnungen sind noch lange nicht beschlossen. In Hamburg ist es tatsächlich so. Nur mal um anzugucken, wie das so abläuft, wie die Stellen benannt werden. In Hamburg ist die zuständige ministeriale Fachbehörde die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz. Damit haben wir Glück, das ist eine grün geführte Behörde und die Senatorin ist seit 2016 Mitglied bei uns. Auch wenn nicht viele Kontakte bestehen, aber es bestehen eben langjährige Kontakte. Da wiederum das Amt für Verbraucherschutz, der Fachbereich, bla bla bla. So, und dann ist aber für Genehmigung und Überwachung nochmal eine andere Behörde zuständig. So, das ist nicht die Landesbehörde, sondern jetzt landen wir auf Bezirksebene und da ist ausgewählt, im Gegensatz zu Berlin, haben sich die Hamburger mindestens auf ein Bezirksamt und eine Stelle geeinigt, nämlich das Fachamt für Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt, Abteilung Gewerberecht und Marktwesen im Bezirksamt Altona. Und dort gibt es jetzt neu einen Abschnitt für Cannabis-Anbauvereinigung. Das wissen wir auch schon tatsächlich eine ganze Zeit, weil wir nämlich schon seit Anfang des Jahres im Gespräch sind. Mit Politik, solange noch keine Behörden stattfinden, feststanden. Aber jetzt, sobald sich abgezeichnet hat, welche Behörden denn wahrscheinlich zuständig werden, haben wir auch dort Kontakte gehabt. Das heißt, wir haben schon vor Wochen einen Termin mit dem Leiter des Bezirksamts Altona bzw. des Fachamts für Verbraucherschutz gehabt, haben jetzt in ein paar Tagen den nächsten Termin. Wir haben in Verabredung einen Fragenkatalog erstellt, damit jetzt nicht alle Anbauvereinigungen einzeln ankommen und die mit Fragen bombardieren. Wie sollen wir dies machen? Wie sollen wir das machen? Wie ist dieses oder jenes zu verstehen? Wie legt ihr das aus? Haben wir mit denen verabredet. Wir
machen denen einen Fragenkatalog, und zwar mit Lösungsvorschlägen. Ja, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Also wir wissen es auch, für Schleswig-Holstein ist für uns wichtig als Hamburger, weil unsere Anbauflächen werden häufig in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen liegen. Da ist es auch eine Ministerialbehörde, die erstmal für das Ganze zuständig ist, aber dann für Genehmigung und Überwachung ist in diesem Fall das Landeslabor Schleswig-Holstein zuständig. In Niedersachsen auch angrenzend an Hamburg, für uns auch wichtig, ist das outgesourced an die Landwirtschaftskammer, also nicht mal eine Behörde, sondern eine öffentlich-rechtliche Organisation. Auch die Behörde in Schleswig-Holstein sagt jetzt erstmal, wir brauchen aber erstmal 20 Stellen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil bei diesem ganzen Geschacher geht es am Ende auch wieder um Geld, es geht um Stellen. Keine Behörde, keine Stelle reißt sich darum, uns zu bearbeiten. Und die gehen alle ran und sagen, erstmal brauchen wir Stellen. Ja? So, und da stehen die jetzt. Und die haben auch keinen Bock drauf und die haben keinen Schimmer. Das haben wir heute auch schon öfter gehört. Ja, die haben auch keine Ahnung, die haben noch viel mehr Fragen als wir. So, Antragsformulare gibt es, die ersten. Das ist jetzt hier mal aus Schleswig-Holstein, glaube ich. Das geht ja noch ganz einfach los. Aber schon mal die geschätzte zukünftige Zahl der Mitglieder der Anbauvereinigung. Worauf muss ich mich da berufen? Wie verbindlich ist das? Wann kann ich das in welcher Form nochmal nachkorrigieren? Lage und Größe des Besitztums, also in der Regel haben wir noch nichts gemietet oder sind nicht Eigentümer von irgendwas, sondern müssen da erstmal gucken, die Schwierigkeiten haben wir schon besprochen, aber das wird jetzt alles nicht, in der Regel nicht Montag in einen Antrag einzuführen sein. Ja, auch schön, wie viel pro Jahr wird Gramm Cannabis, davon Gramm Marihuana angebaut, wie viel abgegeben? Und wie viel Haschisch wird angebaut? Das müsst ihr also wissen. Wie viel Haschisch ihr anbauen wollt? Ich gehe da nur kurz drüber. Also auch mit den Anträgen, die jetzt schon online stehen, ist an vielen Stellen nicht viel anzufangen. Na, das ist eine Formalie, dass die da schon sind. Und man kann da schon mal irgendwie was eintragen. Was hilft, ist miteinander reden. Deshalb schlagen wir vor, einen runden Tisch oder präziser runde Tische, an denen eben die verantwortliche Politik, die das Ganze zu regeln hat und bestimmt, an denen die befassten Behörden, immer auch an die Polizei denken, die ist immer befasst in dem Fall, die wollen wir immer mit am Tisch haben, und wir als Betroffene wollen jetzt mit am Tisch sitzen und wir müssen mit am Tisch sitzen, das ist wichtig. Weil wir halt die Expertise haben. Es gibt viele Beispiele für runde Tische. Dieses Instrument ist bekannt. Wir schlagen vor, für 2 Jahre vierteljährlich dieses Gremium zu schaffen. Es sollen befasste Behörden, Polizei, verantwortliche Politik, die Betroffenen vertreten, zum Beispiel bei uns durch den CSD Hamburg. Wir haben den CAD noch mit an den Tisch gebeten. Einzelne AVen sind vertreten. Aber auch weitere sogenannte Stakeholder, also die irgendwas mit dem ganzen Thema zu tun haben, die irgendwelche Interessen da haben, kann man bedarfsweise an diesen Tisch holen, Probleme frühzeitig identifizieren und gemeinsam nach Lösungen gucken. Wir haben, wie gesagt, einen Fragenkatalog dann zusammengestellt, damit nicht jeder AV einzeln jetzt aufläuft und die noch mehr blockiert und noch mehr mit Arbeit zuballert. Mit Sachen, auf die sie selber noch gar keine Antwort haben, sondern tatsächlich in Gesprächen, die stattgefunden haben, auch unsere Expertise erbeten haben. Ne? Haben wir einen Fragenkatalog zusammengestellt, 15 Seiten, also das ist immer mit der Gesetzespassage, auf die wir uns beziehen. Die Frage, Vorschlag 1, Vorschlag 2, wer ist eigentlich zuständig, welche Stelle ist das, wo muss das bearbeitet werden? Was auch wichtig ist zum Thema Miteinander reden. Im letzten Jahr haben wir bereits einen Workshop Cannabis Anbau im Gewächshaus gemacht. Das war mehr oder weniger eine politische und eine PR-Aktion. Also ich habe damit ganz, ganz viel Presse generieren können.
dadurch, dass ich im letzten Jahr als CSC schon Cannabisanbau zeigen konnte. Es waren natürlich alles THC-freie Sorten von Landwirten angebaut und wir haben daraus einen Workshop gemacht. Aber auch dort haben wir Pläne. Da sitzt einer unserer womöglich zukünftigen Partner. Und dort sieht er zum Beispiel eine Gemeinderatssitzung. Da haben wir eingeladen, dass der Gemeinderat am Anbauort eine Gemeinderatssitzung hinverlegt und auf die Tagesordnung setzt, dass wir informieren, was wir dazu vorhaben. Das Ganze kombiniert mit einer Bürgerfragestunde. Das heißt, auch die Leute aus dem Dorf, die ja längst im letzten Jahr schon mitgekriegt hätten, da haben wir ja schon mit ihnen geredet, haben sich schon einzeln eingeladen zum Grillen, zum Erntefest. Haben wir jetzt nochmal auf der Ebene eingeladen und reden miteinander. Und tatsächlich, das hilft. So, nochmal meine Position zum, was ist jetzt eigentlich rausgekommen. Aus dem Kann geht, die Koalition ist als Tiger gesprungen und so gelandet, aber damit müssen wir jetzt gemeinsam umgehen. Und das ist eben auch das Argument, mit dem wir offensiv und aktiv auf die Behörden und die Politik auf Landes- und kommunaler Ebene jetzt zugehen können. Ihr habt Kritik, wir haben Kritik. Keiner liebt dieses Gesetz. Aber so ist Demokratie. Wir haben es jetzt. Und wir sind jetzt gemeinsam diejenigen, die das irgendwie hinkriegen müssen. Wir finden es alle kacke. Wir haben alle viele Fragen. Aber lasst uns an einen Tisch setzen und gemeinsam das Ding lösen. Dankeschön. Und damit komme ich letztendlich auch zum Schluss mit knapp einer Minute Verspätung. Was wir brauchen, und das wird dann wahrscheinlich, in welchem Zusammenhang auch immer, mein nächster Vortrag in dieser Reihe sein, wir brauchen eine Compliance-Kultur. Wir brauchen Transparenz, wir brauchen Selbstverpflichtungen, nicht nur zum Einhalten von Gesetzen, sondern auch zum Einhalten eigener Regeln. Auch NCOT hat schon in ganz frühen Zeiten Kodizes oder einen Kodex entwickelt, der zum Beispiel die aktive Zusammenarbeit mit Behörden einfordert und sagt, das gehört zu einem CSC dazu. Und da müssen wir tatsächlich eine Kultur entwickeln, auch gemeinsam mit den befassten Stellen, um tatsächlich jetzt das, was wir haben, mehr werden wir nicht kriegen, um das, was wir haben, dann tatsächlich auch nutzen zu können. Und so weit zu verfestigen und zu zementieren und in Fakten umzusetzen, dass es schwer wird, es wieder rückgängig zu machen. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Danke, Andreas. Und danke an allen anderen Vorträgenden für diese sehr interessanten und spannenden Vorträge. Wir kommen jetzt zur Frage- und Diskussionsrunde. Es sollte ein Mensch mit Mikrofon. Mensch mit Mikrofon. Servus erstmal. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt überhaupt und dass ihr so aktiv seid. Ich bin der René. Ich komme jetzt 7 Stunden hier aus Bayern an und versuche in Bayern hier auch Politik zu machen, auch Cannabis anzubauen. Wir sind jetzt so 250 registrierte Mitglieder in München. Aber ich habe jetzt 2 Fragen einfach. Erstens fällt mir halt jetzt auf, in der aktiven Messegesellschaft, wo wir jetzt halt uns treffen, wir reden hier sehr viel über Vereine, wir reden sehr viel über, wie wir zusammen aktiv werden wollen, wie wir uns vernetzen wollen. Aber oft habe ich dann wieder das Feedback, dass Leute sich auf den Schlips getreten fühlen oder sich irgendwie die Informationen abschnappen wollen, wo ich sage so, hey, wir müssen jetzt mal eine klare Nummer beziehen und wir müssen jetzt auch mal bundesländerweit übergreifend, weil wir brauchen in Bayern unfassbar Unterstützung, weil in Berlin ist es deutlich leichter, einen Verein zu gründen, als bei uns jetzt in München. Und da hoffen wir halt, dass wir unterstützen. Und meine Frage war, können wir, also wir haben ja erwähnt, wir haben 400 Vereine jetzt gegründet oder 100 oder das ist ja auch egal, aber wir haben jetzt gerade eine einzige Genossenschaft und so, wir können ja auch mal hier in der Richtung irgendwie Politik machen, weil wir sehen halt den Vorteil in der Genossenschaft zum Verein, beide Sachen haben Vor- und Nachteile, beide Sachen haben Hürdenisse, beide Sachen haben andere Kontrollmechanismen, aber wenn wir jetzt zur Richtung Säule 2 schauen, dann zum Thema
Wie halten wir unsere Mitglieder? Ja, wenn die Mitglieder Anteilhaber an der Genossenschaft sind, dann bleiben sie auch im Verein und haben auch Bock, mehr Wertigkeit an den Pflanzen und an dem Verein zu haben, weil die haben ja Geld dafür gezahlt und denen gehört dann ein 500stel von dem Verein, von der Genossenschaft. Und somit können wir die Leute motivieren. Und meine Frage war, wie seht ihr das? Wie können wir da jetzt, also ja, ihr habt jetzt verschiedene Netzwerke oder Dachverbände einverbanden, aber können wir, wie angesprochen, einfach so einen großen Stammtisch mal organisieren oder genau sowas? Wirklich bundesländerübergreifend. Ja, ich versuche mal darauf zu antworten. Also einmal zu den Genossenschaften. Ich bin ein großer Fan von davon, das als Genossenschaft zu machen, Anbauvereinigung. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher, inwieweit das jetzt mit dem jetzt stehenden Gesetz noch wirklich sinnvoll ist, weil die Rückvergütungen an Mitglieder explizit ausgeschlossen werden. Also das typische Arbeiten einer Genossenschaft, und auch da hat Markus Quantner heute schon einiges zu gesagt, das scheint so nicht mehr möglich. Das heißt, die Vorteile einer Genossenschaft sind nicht mehr voll auszuschöpfen. Ich bin gerne dran, da mich noch weiter drum zu kümmern und zu gucken, inwieweit das vielleicht trotzdem noch lohnenswert ist. Aber ich bin da auch, wie Markus auch, eigentlich sehr enttäuscht. Es stimmt, also wenn man kapitalistisch sieht, dann ist da keine großen Vorteile für uns im Gegensatz zum Verein, würde ich sagen, aber vielleicht ändert sich das ja und auch. Zum ja. Sozialleben, ja natürlich, auch da habe ich vorhin schon was gesagt, also wir haben uns nun entschlossen als CSC Hamburg keine Anbauvereinigung zu werden, sondern Anbauvereinigungen zu unterstützen und zu vertreten. Und da eben auch Möglichkeiten für das Sozialleben dann zu bieten. Ne? Und wenn wir keine Anbauvereinigung sind, dann kann uns auch keiner was verbieten, irgendein Clubheim und da zum Singen einzuladen oder was auch immer die Anbauvereinigung eben nicht in der Satzung stehen haben dürfen. Ne? Und Stammtische, ja, das ist wichtig. Das haben wir auch wieder festgestellt. Uns ist auch ganz viel, wie Henry, über Corona verloren gegangen in Zeiten, in denen wir keine Stammtische machen konnten. Wir hatten vorher Räumlichkeiten, auch nur geliehen und so weiter. Aber das, was die wert waren, haben wir erst gemerkt, als es weg war und man sich nicht mehr treffen konnte. Jetzt haben wir wieder Stammtische. Wir haben einmal die Woche einen Kneipenstammtisch. Wir haben alle 14 Tage einen Kaffeeklatsch. Und das ist tatsächlich enorm wichtig und auch in den Regionen. Das, was ich jetzt vorgeschlagen habe, vernetzt euch, geht gemeinsam auf die Behörden zu. Das heißt, ihr müsst euch in euren Regionen gegenseitig kennenlernen. Das ist wichtig, dass ihr über eure Vereine hinaus in eurer Region auch aktiv seid. Also wir sind jetzt im süddeutschen Raum so 14 Leute, die sich vernetzt haben. Und da ist auch jeder auf jeden Fall noch willkommen, da einfach am Stammtisch teilzunehmen, auch aus den nördlichen Regionen. Also wir reden jetzt aus Bayern und Baden-Württemberg. Dann wünschen wir dir noch viel Erfolg mit deiner Suche. Und da hinten gab es schon einen Herrn, der früher aufgezeigt hat. Du bist fast. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ich bin Luc Mondreu, ich bin Filmmacher, Hanfaktivist seit vielen Jahren. Ich hatte das große Glück, die letzten 1,5 Jahre, viele Monate in Spanien zu verbringen und dort über die dortige CSC-Szene zu forschen, weil wir schon wussten, es würde in die Richtung gehen, mich gefragt habe, was sind CSCs, wie sehen die aus, was sind das für Leute, wie sieht das Vereinsleben aus? Und ich muss sagen, ich bin sehr geflasht gewesen zu sehen, dass, und das haben einige von euch angesprochen, dass dieses Community-Leben einfach durch diesen Zusammenschluss von 420 Menschen, das ist so die zentrale Rolle und es sind so geile Sachen, die dort auch dadurch mitfinanziert werden konnten. Und ich weiß aus meinen eigenen Cannabiskreisen, es gibt viele Visionen, man kann Sachen sehr viel zerreden, aber am Ende, so wie ich das hier wahrnehme, ist es so ein Mix aus nicht-kapitalistischer Ansatz, den ich in Spanien kennengelernt habe. Und die dortige Aktivistenszene ist sehr, sehr gut vernetzt. Dort haben sich sehr, sehr viele Sachen durch Zusammenhalt, durch Vernetzung überhaupt erst ergeben über die vielen Jahre. Und gleichzeitig eine Realität, dass angesichts der Kosten ein gewisses, wie das hier auch schon gesagt worden ist, Verständnis für Betriebswirtschaftlichkeit auch sinnvoll und überlebenswichtig ist. Und deswegen würde ich gerne ein Plädoyer machen für mehr Vernetzung, auch nicht nur unter euch allen hier, weil ich meine, wenn man sich anschaut, wir sind ein sehr, sehr kleiner Kreis. Ich meine, wie viele Mitglieder sind beim DHV und deutschlandweit und hier sitzt wirklich ein kleiner Nukleus von diesen Personen und auch von den Leuten, die diese Verbände, die CSCs
vertreten. Ich sehe sehr viel eigenbrötlerisches Angehen teilweise und ich würde mir mehr wünschen, dass es mehr Vernetzung gibt und dass wir uns, beziehungsweise ihr euch alle noch bewusster werdet, dass was wir hier machen, ist nicht nur Informationen holen und Netzwerken, sondern wir haben die Möglichkeit, die Cannabis-Szene und das, die Außenwirkung und die Darstellung, wie Cannabis wahrgenommen wird, in Deutschland mitzubestimmen, weil diese CSCs und diese Community durch die durch Geiles die CSCs, Plädoyer, aber hast du eine Frage? Ja, kommt gleich. Die Frage wäre, wie schafft, an dich Olli, wie schaffen wir es aufgrund von unseren unterschiedlichen Ansichten, jeder führt seinen Verein oder seinen Verband anders, aber wie schaffen wir es über diese kleinen Unterschiedlichkeiten und Zerwürfnisse hinaus, uns an einen Tisch zu setzen, um die gemeinsame Szene voranzutreiben? Du magst vielleicht das erste Wort haben. Vielen Dank. Jetzt eine große Frage, gerade weil es ja auch immer wieder Probleme gibt und gab. Aber für mich, ich hole noch mal ganz kurz Luft. Genossenschaften wurden nach der Pressekonferenz in den Gesetzentwurf geschrieben, nicht im ersten Entwurf, die kamen später und sind dann leider drin geblieben. Warum, kann keiner sagen. Der Genossenschaftsgedanke ist für mich nicht wirklich vereinbar mit dem CSC-Gedanke. Aber das kriegen bestimmt Leute besser hin als ich. Wie wir eine bessere Zusammenarbeit, also wir haben ja etwas geschafft, ja, wir sind ja nicht ineffektiv oder irgendwie, wir können auch nicht mehr übersehen werden oder gar weggedrückt werden, ja, zurück ins Private, läuft alles nicht mehr. Es ist ein bisschen schwierig unter der Angstpropaganda, die gerade läuft, ja, dass es irgendwie heißt, ja, der Fritze nimmt alles zurück, Quatsch, ja, wo leben wir hier denn, dass jede Regierung einfach Gesetze der Vorgänger wegnehmen kann, Quatsch. Das ist ein sehr schwieriges Prozedere und das Cannabis wieder ins Betäubungsmittelgesetz zu kriegen, ist ungefähr so, wie die Zahnpasta zurück in die Tube zu drücken. Ja? Dann zu der Zusammenarbeit. Ja, wir haben ja trotz dieser Widrigkeiten, trotz der unterschiedlichen Auffassungen, wie ein CSC zu führen ist, die hier versammelt sind, all das erreicht, worüber wir heute reden. Also ganz so versagt in dem Sinne haben wir ja nicht. Und es gibt durch den sozialen Gedanken natürlich bei allen einen grundsätzlichen Willen, die Sache irgendwie auch zum Laufen zu kriegen, habe ich vorhin gesagt. Und deswegen ist mein Ansatz nicht, ich will nicht in runden Tischen sitzen, das habe ich bei einer Partei gemacht. CSC sind keine Parteien. Aber ich will natürlich mit Parteien reden. Und natürlich wurden wir auch in Berlin schon eingeladen in die Bezirke und in die Dienstbesprechung, selbstverständlich. Das ist ja wohl selbstverständlich, dass wir als politische Forderungen stellende an die Politik herangehen in unserer Region. Wir haben diese 2, 3 Dachverbände, die sind arbeitsfähig. So, bei Peer gibt es 20 Clubs, bei uns gibt es 60 Clubs, beim dritten gibt es 50 Clubs. Da haben wir schon mal über 100. Und das ist eine politische Macht. Und das sollten wir auch so benutzen. Natürlich, natürlich. Und wir haben noch übergeordnete Dachverbände auf europäischer Ebene. Und auch die können wir einsetzen. Ich gebe das Mikro lieber weiter jetzt. Eine Frage, je nachdem, ob du noch. Also ich wollte noch mal 2 Aspekte sagen dazu, eigentlich 3. Bei der ganzen Cannabis-Branche handelt es sich nicht um die Cannabis-Clubs, sondern da geht es um mehr. Ne? Und auch Spanien, nicht kommerzielle Clubs. Wenn man auf der Spannabis war, der weiß, wie sich der Kommerz da Bahn bricht. Und das ist alles andere als ein nicht kommerzielles, soziales Miteinander, sondern da gibt es ein Hauen und Stechen, da gibt es ganz verschiedene Mitbewerber. Und einen riesigen Markt, da steckt wahnsinnig viel Geld drin, da natürlich sind die Unternehmen da drauf scharf. Das ist ja vollkommen logisch. Und auch die meisten, die jetzt hier einen Cannabis-Club anstreben, da steckt irgendwo dahinter der Wunsch nach einem kleinen Business oder zumindest ein Einkommen oder sowas in der Art. Ne? Also das ist ja auch vollkommen gerechtfertigt, sowas anzustreben. Und ich bin auch der Meinung, dass sich diese Szene noch bildet. Das ist ja divers. Das ist ja vollkommen klar, dass nicht jeder die gleiche Welle reitet oder nach dem gleichen Geschmack tanzt, sondern es muss unterschiedliche Angebote geben. Und es gibt eben welche, die orientieren sich viel mehr an die Basis und andere kommen von der unternehmerischen Seite, die sitzen hier nämlich gar nicht. Das sind die Grow-Hub-Betreiber. Die wollen von unternehmerischer Sicht einfach mit Geld da irgendwas erreichen. Das funktioniert normalerweise so, dass man Betriebsmittel kauft und kompetente Leute einstellt. So, beide Möglichkeiten haben wir nicht, also müssen wir ein anderes System fahren. Ich habe aber von Anfang an gesagt, es ist notwendig, auch mit der Wirtschaft zu reden, weil da sitzen kompetente Leute, die haben ein Anliegen und die können unterstützen. Und
nochmal auch zu einer Differenzierung. Ein CSC ist ein Verein mit einem sozialen, gesellschaftlichen Anliegen und eine Anbaugemeinschaft ist der produzierende Betrieb, der dazugehört und dort versorgt. Nur, dass wir mal auch auf ein gemeinsames Wording kommen, um was es sich eigentlich dreht. Und die Szene ist ja auch nicht unbedingt verstritten. Wir sind einfach in Teilbereichen unterschiedlicher Ansicht. Ich würde nie auf die Idee kommen, andere Dachverbände anzugreifen oder öffentlich madig zu machen. Ich schätze jede Arbeit, die hier nach vorne geleistet wird und unterstütze das auch. Und damit bin ich mit der Wortmeldung auch zu Ende. Eine Frage gibt es noch und dann würde auch der jetzige Beitrag zu Ende gehen. Ja, erstmal vielen lieben Dank an euch alle für euren jahrelangen Einsatz, der ganzen Jugend hier, die hier sitzt, hoffentlich jahrzehntelang Profite bringen wird. Danke. Jetzt die Frage. Ein guter Grower investiert sehr viel Zeit und sehr viel Gehirnschmalz in seine Wissenschaft, in seine Kunst. Also der arbeitet wahrscheinlich jahrelang dran und will auch mal entsprechendes Honorar haben. Und 450 Euro, das ist ja natürlich ein Witz, also für unsere Verhältnisse. Wie halten wir unserem Grower im Lande und im legalen Bereich? Ja, also wir wissen ja alle, es gibt Wege zur Auswanderung, es gibt Wege in Illegalität. Welche Strategien sind euch jetzt angesichts des neuen Gesetzes in den Kopf gekommen, wie man den Grower wirklich würdig honorieren könnte, damit er tatsächlich auch mal in dieses Konzept reinpasst? Ist natürlich ein Thema und bei uns im Club wird der Grower, der die Verantwortung übernimmt im Anbaurat, auch dafür entlohnt und das wird in die Kalkulation einfließen. Und es geht dann ganz schnell, dass der Club 60.000 Euro kalkulieren muss fürs erste Jahr. Das ist einfach so. Ihr könnt die Leute nicht umsonst arbeiten lassen, die euch versorgen. Ja, und vor allen Dingen, was wir auch noch mal beachten müssen, bitte, wir haben jetzt die Situation bei uns im Club, ich beziehe das mal auf unseren Club, CSC High Ground Berlin e.V., dass wir haben so 5 Homegrower, ehemalige Homegrower, die ihre eigenen Bubbles versorgt haben, ihr alle kennt das, die jetzt zusammenarbeiten sollen, um eine semi-industrielle Produktion auf die Beine zu stellen. Das ist ein ziemlicher Wahnsinn. Und das zu begleiten, macht mich total happy. Und am Ende dann das im Club auch das Ergebnis zu sehen, was hoffentlich kommen wird, wenn dieses Merging von einzelnen Fachleuten funktioniert. Großartig, sage ich nur. Und natürlich wollen die Grower die Bestätigung über die Mitglieder. Und das ist ihr Lohn. So sehe ich das. Ja, also ich muss zugeben, ich habe auf die Frage keine Antwort. Ich hätte auch gerne eine Antwort auf die Frage. Also ich sehe das tatsächlich als ein großes Problem, dass wir im Anbaubereich so hart reglementiert werden, wie wir da produzieren sollen. Also dass Mitglieder eine Wirkungspflicht kriegen, finde ich noch aus ganz anderen Überlegungen heraus sehr, sehr fragwürdig. Also was ist mit immobilen Menschen, was ist mit Alten, die nicht aufs Land fahren können zum Grow, was ist mit Behinderten, irgendwie all die schließen wir aus. Na, das ist das eine. Aber auch noch die Behinderung jetzt, wir dürfen für Anbautätigkeiten eben niemand entgeltlich bezahlen. Wir dürfen Mitglieder mit geringfügig beschäftigen, aber eben ne, so da darf er auch nur in einer Anbauvereinigung Mitglied sein. Das heißt, für einen Grower ist es auch keine Lösung. Dann nehme ich halt 5 Minijobs an in verschiedenen Anbauvereinigungen, geht eben auch nicht. Ne? Also ich finde das sehr, sehr schwierig. Und im gleichen Paragraphen, wo das geregelt wird, ist ganz zum Schluss steht nochmal irgendwie Verpflichtung zur Beachtung der guten fachlichen Praxis. Ja, wie, wenn wir denn keine Fachleute bezahlen dürfen? Also ich finde das wirklich ein Riesenproblem und hätte dann eine Antwort gerne drauf. Ich weiß noch nicht, wie das wirklich, es wird Einzelfalllösungen geben. Krantner hat nochmal davor gewarnt, der hat solche Scheinbeschäftigungen, ne? So, da wird jemand als Buchhalter bezahlt, aber der macht den Grow, ne? So, der macht ein bisschen Buchhaltung, aber eigentlich macht er, ne? So, das wird schwierig. Ne? So, es wird Leute geben, bei denen wird das funktionieren, aber eine Lösung ist das nicht. Also, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf Einfallsreichtum an, wie man das dann strukturiert und es gibt schon Mittel und Wege, dass der Master Grower in seiner Freizeit in der Anbaugemeinschaft tätig ist und
einen anderen Job in einer der Firmen oder in der Organisation drüber hat. Er kann ja Consultant, Berater oder Bartender gleichzeitig noch sein. Aber Freizeitbeschäftigung ist dann ehrenamtlich dort im Verein. Und ich denke mal, das wird dann ein offenes Geheimnis oder eine geduldete Handhabe sein, weil man ja einsehen muss, dass man eigentlich Ziele erreichen möchte. Und das kommt mir eigentlich bei dem ganzen System ein bisschen kurz, dass es immer noch darum geht, den Schwarzmarkt zurückzudrängen. Und das heißt, wir müssen eine relevante Versorgung etablieren. Und das geht nicht ohne eine gewisse Größe zu erreichen. Also wir fangen jetzt hier an mit Sandkastenspielchen und die anderen fahren immer noch mit Baggern rum. Das Geld bleibt nach wie vor bei der organisierten Kriminalität und ich wünsche mir eigentlich von der Politik nach wie vor eine eindeutige Stellungnahme dazu, dass sie unser System promoten, um der organisierten Kriminalität und dem Schwarzmarkt Einhalt zu gebieten. Heinrich hat es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich wollte nur noch sagen, dieses Image von diesem Grower, der zu Hause growt und diese Prozesse kennt, das wird sich halt nicht halten können. Also wird sich auch in einem Verein nicht übertragen können, sondern man muss dann halt Jobs mit den Leuten zusammen entwickeln, die halt auch dann nachher funktionieren nach dem Recht und die man auch dann nachher in diese Strukturen etablieren kann, sodass diese Grower dann nachher auch weiteren Interesse daran haben, an diesem Job, den sie da machen. Also das Ganze noch kleinteiliger zum Beispiel zu gestalten und solche Sachen dann halt an Mitglieder auszulagern. Was du ja auch schon gesagt hast, eher in Verwaltungsstrukturen nachzugehen. Ja, damit kommen wir zum Ende des jetzigen Vortrags. Ich wünsche noch eine gute Unterhaltung heute. Danke den Herren für diese wundervollen Vorträge und ihre Expertise.